Beim OER Lifecycle geht es darum, eine Struktur zu schaffen, die andere Personen nutzen können, in der Beratung mit anderen Personen, um einfach mal so eine Struktur, wie OER funktioniert, zu verstehen. Was bedeutet OER für dich? OER sind für mich offene Bildungsmaterialien, die jeder anpassen kann und so verwenden kann, wie er es gerade braucht. Warum gibt es so viele verschiedene Plattformen? Wie finde ich heraus, welche für mich am besten ist? Hab keine Angst, guck einfach, such, probier es aus, schau einfach mal. Hast du Bock auf CC-Lizenzen? Aber sowas von. Müssen OER zwangsläufig digital sein? Absolut nicht, aber es erleichtert einiges. Was wünschst du dir für diesen Bereich für die Zukunft? Eine gewisse Selbstverständlichkeit, eine große Community, die keine Angst hat, Fehler zu machen, wo eine Freude besteht, Sachen zu teilen, Sachen zu zeigen und Sachen ausprobiert werden sollen. Was hast du selbst schon dafür getan? Ich bin Teil einer Community, die genau das vermittelt. Ich versuche, anderen Menschen zu zeigen, was denn OER überhaupt sind, was für eine Struktur dahinter steckt und wie man mit sowas umgeht. Nervt dich was am Thema OER? Ja, die Frage, warum soll ich OER machen? Habt ihr bereits Feedback von NutzerInnen erhalten? Ja, wir haben tatsächlich Feedback erhalten, in dem gesagt wurde, dass unser Lifecycle noch nicht perfekt ist und wir sowas wie Assessment oder eben das Bedürfnis noch mitdenken müssen, OER zu erstellen. Was ist für die Zukunft geplant? Ich möchte auf jeden Fall das, was wir herausgefunden haben, verschriftlichen. Und anderen zeigen, wie, welche Struktur und was OER denn für einen Lebenszyklus überhaupt hat. Wie können interessierte Parteien sich einbringen oder es nutzen? Kommt auf uns zu, schreibt uns an, wir sind offen für jede Hilfe.